Internet und YouTube. Wir müssen die Seelengrabwächter töten. Und töten ist meine Spezialaufgabe, okay? Wow! Lady, bist du schon wieder in mir? Ich habe jetzt echt keine Zeit dafür. Wir müssen zuerst töten. Und dann, wenn ich die Aufnahme beendet habe, dann... Ha! Love is in the air. Was? Boah, ey, wo sind die denn? Könnt ihr nicht in der Nähe sein? Oh, dieses Laufen ist so mühsam. Für so einen König wie mich. Ich töte Drachen und so weiter. Jetzt muss ich hier... Warum kommen die nicht zu mir? Versteht ihr? Was ist hier los? Ein Buch. Ein Zauberbuch. Knochenmann beschwören. Das ist... Na, das ist super. Geht weg von mir. Ich hab wichtigere... Sag mal... Es ist echt, dass ich mich hier mit Knochentypen herumärgern muss. Frechheit. Ich habe sogar Lebensenergie verloren. How is this possible? Du! Mach hin! Torwächter! Ich geb dir gleich was zum... Lächerlich! Lächerlich! Muss ich mein Handy haben und um die Polizei rufen? Das ist ja wohl ein Witz. Das ist ja wohl ein Witz. Wo sind deine Schätze? Oh, okay, das nehme ich. Das ist ja wohl. Ja, ist schon alles erledigt. Wo wart ihr? Schminken? Jesus Christ. Habt ihr irgendwelche Beauty-Videos angesehen dabei? Werd ich. Oh mein Gott. Ne, ich bin stinkig heute. Ja, ich bin stinkig. Über die Gesamtsituation. Ich will eine Mod haben. Überall, wo man hinkommt, sich Leute hinknien. Und sagen, oh Meister, oh Meister. Oh Meister, oh Meister. Bist du der große Drachentöter? Ich nehme das... Nee, da ist ein Schatz. Geldbeutel. Meiner. Was sagst du dazu? Lasst mich. Okay. Kein Problem. Ja, das hätte ich gern. Oh Meister, oh Meister. Möchtest du... Ich habe hier neue Sachen für dich. Du musst auch nichts bezahlen. Hauptsache, du lässt mich am Leben. Oh, du großer Krieg. Okay, vielleicht übertreibe ich ein bisschen. Ich steige nicht mal auf im Menü. Habe ich nicht nötig. Ich bin auch bescheiden. Versteht ihr? Ein Gott kann nur so weit... Okay, vielleicht jetzt übertreibe ich. Okay. Was ist denn hier kürzer jetzt? Ehrlich, ihr hättet alle beieinander stehen sollen. Das wäre echt... vielleicht besser gewesen für euch? Ihr wisst doch, was passiert, wenn man sich trennt. Jetzt habe ich Schluck auf. Verzeihung. So, und da steh dich. Und da steh dich.
mich zu treffen. Ja, am Aim müssen wir nach oben, ha? Hier oben. Helles Licht! Muss ich wissen, was hier ist? Ja. Verschwindet, solange ihr es noch könnt. Sehe, hier wird relaxed, ja? Hey, wie geht's, du Kleiner? Ups. Gib mir. Aber aus Prinzip nehme ich's mit. Wenn ich hier nicht speichern würde. Oh mein Gott. Was ist denn? Was ist denn? Was zum... Nebelmann! Für dich gibt's noch eine Slow-Mo darauf. Gratis. Das ist ja eine nette Eingangstür. Wie geht's? Ah, da ist er. Passt mal auf, Leute. Kommst du mit dem Bogen zum Feuerkampf, Freund? Schlechte Idee. Knie nieder. Ah, fast. Knie nieder von deinem Meister. Ja, genau so. Und ja, aber es gibt trotzdem keine Gnade. Gnade habe ich aus meinem Wortschatz gestrichen. Ich bin fucked. Das war nie drinnen. Ich kenne das Wort nicht. Ich kenne nicht die Bedeutung des Wortes Gnade. Selbst wenn man es mir erklärt, es geht nicht. Mein Gehirn ist nicht dafür geschaffen, um Gnade zu verstehen. Was ist denn hier von hinten oder was? Hey, Moment. Jetzt aber hier. Jetzt aber hier. Keine blöden Tricks. Wer ist der einsame Typ mit dem Pfeil noch? Hier ist dieser komische... Ah, der Schädel. Nebenbei hier noch... Nebenbei hier. Okay. Aus der Hüfte. Aus der Hüfte mache ich hier eine Quest. Okay. Aus meiner künstlichen Hüfte. Unbelievable. Ehrlich, alle Prinzen sollen hier herunterkommen. Da. Was soll ich sagen? YouTube... Knick nieder, YouTube! Okay, sorry. Ah, okay. Ich hatte auch immer auf einem Knie die Folge. Okay. Dann ist gut. Was heißt hier, ich werde größenwahnsinnig? Ich meine nur... Okay. Reißen wir uns ein bisschen zusammen wieder, okay? Machen wir den letzten Pupsknecht hier fertig. Ey, ich habe keine Zeit. Zorn, Mann! So schnell down wäre, wäre ich auch zornig, du. Und wer relaxed denn hier? Hey, stopp!
Ja komm, mit Hilfe von anderen, ha? Kommt hier noch eine andere Armee dazu, ha? Lächerlich. Ich brauch nicht mal meine Frauen. Wir sind eh unnötig, aber... Wer ist dieser einsame Streu... Wow. Wenn ich hier was sehen würde, erkennen... Da hinten. Weißt du das? Nun böse für deine Taten. Wo ist... Ey! Oh shit, jetzt habe ich die Leiche nicht mehr. Brauche ich deswegen was? Oh shit, jetzt habe ich von dem Typen... Das war ein Schluck auf dem... Ja, ich habe keine Ahnung, wo der rumliegt. Also ich weiß auch nicht, wo meine Frauen hin sind. Ich habe ihnen nichts getan, als dass sie mich verlassen würden. Ich habe echt keine Ahnung. Nee, jetzt mal im Ernst, wo sind die? Nee, jetzt mal. Okay. Da ist noch immer einer mit einem Pfeil hinter mir. Nee, jetzt mal im Ernst, wo sind meine Frauen? Ist ungut. Okay, jetzt wo sie nicht mehr da sind, vermisse ich sie schon ein bisschen. Ja, man vermisst immer erst, wenn es nicht mehr da ist, nicht wahr? Genauso wie die Skyrim-Folgen. Jetzt interessiert es niemanden mehr, wenn sie nicht mehr da sind. Dann weint er wieder. So. Was ist? Bist du nervös? Hallo? Gibt's ein Problem? Oh no! Sprich mit Valerika, was ist? Sie ist durchgedreht, sie ist dumm. Okay, das hängt vielleicht daran. Ach, das Schinken nicht hier ist, oder? Oh Gott! Der Körper der Werwölfe, was ist das? Erotikroman? Friedhof, Schlüssel erforderlich. Oh shit, haben wir jetzt ein kleines Problemchen? Haben wir wieder ein kleines Problemchen? Oh no, please! Oh, ich befürchte, die Frauen kämpfen noch irgendwo, oder? Stundenlang. Deswegen kommen sie nicht mit. No! Was? Wie war das? Muss Schinken dabei sein? Wenn ich sie klicke, tut sich nichts. Wenn ich die Frau berühre, passiert gar nichts. Wir möchten leben. Was mache ich falsch? Und wo ist Schink? Oh mein Gott. Oh no, ich bin einfach weitergelaufen, während die... Jetzt fange ich an zum Stottern. Kämpfen? Wahrscheinlich kämpfen die noch irgendwo herum oder so. Und jetzt muss ich die suchen. Was für eine deprimierende Folge. Zuerst haben wir angefangen, von Göttern zu reden und von mir. Und dann wurde ich verlassen von allen und die Quest funktioniert nicht. Ist das Karma? YouTube, was wir aus dieser Folge lernen können ist... Stellt euch nicht über die Götter. Das ist die Strafe. Die sollten sich doch hier teleportieren, wenn ich die Waffe ziehe. Aber wie gesagt, die kämpfen wahrscheinlich irgendwo. Und ich habe nicht die geringste Idee, wo.
Ja, die Moral von der Geschichte. Übertreibt's mal nicht. Shit. Ja, die finde ich nie hier. Da gibt's, ich habe keine Ahnung, wo ich gelaufen bin. Ich denke, wir müssen hier wieder eine Lösung finden. Ich habe keine Ahnung, wo die sitzen. Oh mein Gottchen. Ja, ich glaube, Schinken muss dabei sein, ha? Huh? Hallo? Klicke die Klack? No? Valerika, was ist denn mit dir? Was ist denn dein Problem? Wach auf! Jetzt töte ich dich aber. Shut up. So, Mutti ist tot. Alle Probleme sind gelöst. Kann ich jetzt Zerstörung unendlich machen, oder was? Hätte ich mal wieder ein bisschen Feuer unterm Hintern, ha? Nach all den Jahrhunderten. Wo habe ich ihn gespeichert? Ich habe doch bei ihr gespeichert, richtig? Ja, okay. Ich weiß noch nicht, wie der Befehl ist zum Teleportieren. Auswendig natürlich. Move Player, irgendwas, sodass meine Begleiter wieder hier sind. Und ich renne herum und suche sie. Aber nicht in der Aufnahme. YouTube! Ja, was haben wir gelernt? Übertreibt's mal nicht, okay? Die Strafe erfolgte sofort. Fuck. I'm sorry, danke fürs Zusehen. Ich muss erst... Ich will ja nicht... Jetzt hier eine halbe Stunde herumlaufen und die... meine Begleiter suchen, okay? Es ist einfach, weil ich zu schnell bin. Was soll ich machen? Ich bin einfach Speedy Gonzales von dem Himmelsrand. Eine Mördermaschine, die durchläuft und alles niedermetzelt. Ich bin der schnellste Mörder von Mexiko. Ah, es tut mir leid. Okay. Falls jemand einen Tipp hat. Dankeschön. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Oh, und bald ist Resident Evil 7. God. Ich weiß nicht, warum da jeder meckert über das Spiel. Ich finde, es sieht gut aus. Ich glaube, das Problem ist einfach, es heißt Resident Evil 7 und jeder verbindet es dadurch mit was... mit den Alten, ne? Weil... Wenn es... die lustige... Hillbilly-Bande von nebenan heißen würde, würden es wahrscheinlich viele gut finden. Ich finde es gut. Das ist was anderes. Aber viele haben Angst vor was Neuem, Veränderung. Gut, also dann. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.